wunderschönen guten Morgen. Sagen wir Freitag. Kurz nach drei bin ich da aus Stadtroda losgefahren. Zwischendurch kam auch mal ordentlich Schnee runter. Sah sehr schön aus. Nicht. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg nach Großbern. Kurz vor 6 bin ich da. Um 7 Uhr habe ich eine Anvisierung normalerweise, aber ich hoffe mal, dass die mich früher abladen. Ja, genau. Die laden mich ab. Bestimmt nicht. Ich hoffe mal, dass ich früher abladen kann. Weil desto früher. Nee, je früher, desto besser. So. Tatam. Dann darf ich immer quer durch Berlin eiern. Bis zu dem Baumarkt. Das wird ein Spaß. Schwere Geburt, sag ich euch. Na, fahr. Kurz vor 6 Uhr war ich da. Rinne gefahren, 5 Minuten später, da hing der Pieper los. Bitte melden. Sehr schön. Steht aber auch nicht drauf, wo, ne? Ja, immer um Karree gefahren, immer den wahren Ausgang, ne, den wahren Eingang gesucht. Ja. Ja, du musst da und da hin. Melde dich erstmal da. Na gut, hier macht getan. Rumgefahren, die meldet, die sagt, ja, fahren wir Rampe 88 ran. Na gut, da kommt gleich jener, hat sie gesagt. Na gut. Viertel 7 stand ich an der Rampe. Und stand und stand und stand und stand und stand. Bis um 7. Bin ich nochmal reingegangen, hab gefragt, was ist denn jetzt? Ich dachte, da kommt gleich einer. Wie? Da ist noch keiner gekommen, wie kann denn das sein? So, aber in der Zwischenzeit, als ich da die ganze Zeit so gestanden habe, da kam immer mal wieder einer und hat mal die Nachbarrampe aufgemacht. Und der hat mich auch immer ganz komisch angeguckt. Ich so, gut, wird bestimmt ein Fahrer oder sowas sein. Ach ja, was ist denn hier passiert? Ein Unfall? Ja, schöne Scheiße. Der Typ, der da permanent das Tor aufgemacht hat, 89, der war nämlich der Typ gewesen, der die Scheiße abscannen sollte. Ja, tolle Kacke. Na, ist egal. Jetzt bin ich losgekommen. Und jetzt fahren wir nach Berlin-Weißensee. Zum Baumarkt. Und dann gucken wir mal da, was da Phase ist. Aber was ist denn hier jetzt eine Phase? Verstehe ich nicht. Was ist denn los hier? Funktioniert ja gerade auch nicht. Kann mir mal ein Kollege sagen, was hier los ist? Ja, hier auf der Eisenbahnbrücke zum Lidl hat es gebumst. Da sind einer offene LKW, der andere kam runter. Einer hat die Bremsauflieger ausgebrochen und einen LKW reingeklatscht. So, nach fast einer halben Stunde läuft es jetzt wieder.
Wenn man nämlich hier den Kreisverkehr, die erste Ausfahrt rausfährt, hätte Richtung Lidl oder Richtung Aldi, aber was sie davon gesagt haben, und da hätte bergauf. Und da haben sich dann zwei verkeilt. Einer wollte bergunter, der andere wollte bergauf. Aber das ist so schweineglatt hier, das ist unglaublich, ey. Unglaublich, wie glatt das hier ist. Bin mal gespannt, ich muss auch gleich einen Berg hochfahren. Bin mal gespannt, ob das was wird. Kannst du mir nämlich nicht vorstellen, so glatt wie das hier ist. So ein Lidl geht das halt. Ja. Wahnsinn, wie glatt es ist, ey. Ich weiß nicht, ob ihr vorhin noch gehört habt, der Streudienst, der ist auf den Bürgersteig gefahren, hat den Bürgersteig gestreut. Aber gut, ich meine mal, wenn die ganzen Autos und LKWs die Straße blockieren, wo sollen sie sonst lang, ne? Mit ein bisschen Glück ist immer noch was auf der Straße rumfahren. Der erste kommt hoch, der zweite kommt hoch. Der dritte kommt hoch. Ich habe nur 2 Tonnen drauf, wenn überhaupt. Ich habe nicht keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ah. Den Abstand lassen. Wenn ich da oben jetzt anhalte, ich komme da nie im Leben weg. Wenn er da oben genauso glatt ist, ich will die einen ausprobieren. Beim Baumarkt leer. Ja, hat er dann noch nicht geklappt. Ich bin aber vorhin halb verzweifelt, ey. Ich habe vorhin die ganze Zeit versucht, bestimmt 6 Mal oder was, den Baumarkt anzurufen, weil ich unbedingt wissen wollte, wo ist denn die Einfahrt? Weil es gibt ja nämlich 2 Einfahrten. Und das Ding ist nämlich, die eine ist enger als die andere. Und wenn du damit da kommst, ich weiß ja nicht, was da sonst mal hinfährt, kann ja sein, dass ich dann jene nicht ranfahren kann. Nun ja, 6 Mal angerufen, ging aber keiner ran.
Da habe ich dann mal gefragt, na, hattet ihr denn vorhin keine Lust gehabt, irgendwie mal das Telefon zu sehen? Ja, so, warum? Hast du angerufen? So, ja, 6 Mal. Ja, Telefon ist ja auch tot. Ah, schön. Kann nämlich keiner mehr hinrufen. Aha. Sehr schön.